5000! Ja, willkommen zu einer neuen Runde TTT, heute auf dem Kreuzfahrtschiff. Mit dabei ist der Monoxide. Philipp Blut. Ahoi. Philipp Blut. Der Morris. Hier ist noch mehr Blut. Der Kopfgeburt. Hey. Der planlose TV-Gucker. Mono. Und ja. Romo Homo. Oh, das ist... Alter, eiskalt, Dieter. Leid, Alter. Ich hab mich so ein bisschen erschrocken. Der Alter, der war innocent. Was machst du denn? Ja, ich hab mich erschreckt, Mann. Hast du den Defibrillator? Bin ich ihn wieder? Übrigens, das Wasser sieht sehr gut detailliert aus. Wenn ich jetzt einen Defibrillator, dann tötest du mich. Nein. Und warte, das Ding ist, ich komme hier lang. Ich sehe da Blut. Ich sehe hier noch mehr Blut. Wo seid ihr? Dann kommst du um die Ecke. Tage? Ich belebst ihn wieder. Ich starb Blut. Ich starb. Eiskalt, Morris. Ohne verdammt, wo seid ihr denn? Ah, hallo Tobi. Hallo Kopfgeburt, hallo Kopfgeburt, hallo. Alles klar, Jungs? Ja, ich weiß nicht, Kopfgeburt ist so merkwürdig heute. Einfach im Laden. Nee, ich weiß einfach nicht, wo die anderen sind. Mich. Ja, ich verfolge dich, aber ich bin auch innocent, deswegen darf ich das. Ja. Buß hat dein Laden. Okay, komm, ich lauf vor und wenn ich jetzt gleich nichts mehr sage, dann wisst ihr, dass Tobi mich erschossen hat. Okay, und wenn er einfach zu schweigen, sag ich es. Okay. Was ist der für ein Nuschi? Nee, aber mal ernsthaft, wo seid ihr? Seid ihr drinnen? Seid ihr draußen? Ich bin gerade draußen, guck mir dieses unglaublich detaillierte Wasser an. Und wo ist der Dete? Wir sind draußen. Weiß nicht, Morris wollte am Mono wiederbeleben. Nachdem er ihn ja komplett random erschossen hat. Ja, und da du dann offensichtlich daneben standest und der Morris jetzt auf einmal nicht mehr redet, ja. Finde ich das schon arg verdächtig. Ja, ich war das aber nicht. Ja. Alex, schlagendes Argument. Ja, als ob ich euch die Situation erkläre als Traitor. Was ist das für eine Logik? Ja, das machst du immer, damit du genau mit diesem Argument kommen kannst. Hallo, Alex, bitte hinknien, bitte hinknien, knien Sie sich hin. So, und jetzt Mund auf. Ja, genau. Nochmal hinknien, knien Sie sich hin. Ja, ich knie doch. Wie soll ich noch mehr knien, Alter? Ja, hier jetzt atmen. Ganz tief. Okay, ich glaube, er ist trotzdem Traitor. Ich bin auch noch nicht überzeugt. Von mir? Oh, er hat irgendeine Schusswaffe. Schieß mal auf den Boden. Was, er schießt auf mich. Er hat die Schulter gegangen. Wir haben es gemacht, Alter. Schieß auf den Boden. Ziel nicht auf mich. Schieß auf den Boden. Was? Ja, er hat die Schulter gegangen. Er ist Alex. Und ich bin zu doof zum Schießen. Scheiße! Ach, Dennis. Ich hab noch nie so guten Aim gesehen wie von Kostenbot gerade. Ich sag's noch, wenn ich jetzt ihn wiederbelebe, erschießt Wusa mich. Ich belebe ihn wieder, Wusa erschießt mich. Ja, und dann kam wieder dieses typische Wusa-Argument. Deswegen, das war so klar, dass du es bist. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir die einzigen drei nur noch waren. Mein Laden macht auf, yay. Ich find's geil, wie einfach. So, keiner was macht, jedem ist es klar, aber keiner tut was. Ja, verstehe ich auch ja, nicht. Ja, weil sonst heißt es wieder, random kill. Das wird überhaupt nicht mehr random gewesen. Nee, das wird überhaupt nicht mehr random gewesen, das stimmt wirklich. Also es wäre nachvollziehbar gewesen, wenn ihr geschossen hättet, aber okay. Das kann doch nicht sein, Alter. Random Kills macht ja alle Nase lang jeder irgendwie mal, aber wenn es drauf ankommt, traut ihr euch nicht. Ja, was vor allem, wenn Dennis immer, schieß auf den Boden, nichts passiert. Ja, deswegen habe ich ja angefangen zu ballern. Warum komme ich hier um die Ecke? Du hast erst angefangen zu schießen, wo er schon einen getroffen hat mit der Thriller. Ja, ich war noch nicht hundertprozentig überzeugt, weil wenn ich dann nämlich geschossen hätte, dann wäre ich wieder der Arsch gewesen, weißt du? Katze bei mir, Wusa? Eine Pistole in die Hand. Katze so eine bei mir, Wusa. Hallo. Sorg dir mal einen eigenen Skin, hör auf die ganze Zeit meinen Skin zu verwenden, Alter. Könnt ihr mich mal hier aus der Tür rauslassen, ihr Pumpspieren? Nee, wir haben den Detective bei uns. So. Geil aus, so eine verbrannte Leiche mit einer Katze in der Hand und einer Telefonzelle auf dem Rücken. Verbrannte Leiche mit einer Katze in der Hand. Immer noch besser als... Ein Typ mit einem Beanie auf dem Kopf und Gasmaske in der Fresse. Die gleiche auch hat. Ich glaube, wir brauchen einen Alarmpsychiater. Was sind das hier für Anfeindungen gegen den Detektiv? Hallo. Kopfgeburt! Ich muss kacken! Geh weg, ich kann nicht, wenn er da zuguckt! Tschüss. Aber ich habe eine Katze dabei, du darfst die streichen, während du kackst. Ja, genau, die Katze soll ich streicheln, ne? Ich weiß schon wieder, was ich streicheln soll. Warum bist du hört? Okay, keiner hat die Absicht, weil ich eben die Schräge runtergefallen bin. Keiner hat die Absicht, eine Katze zu streicheln. Hallo, ich will mit auf die 2. Ja, ey, Mann, dann... Nein. Hallo. Hast du das STRG vergessen, Findus? Ich glaube, Wusas Trailer. Kommt der klar, ja. Ein, ja. Ja. Du hast übrigens schöne Füße, Tobi. Das sind warum ist sehr Tobi geil. Verletzt? Planus, du kommst nicht rein. Ich habe die Katze guckt gerade durch die Tür. Miau! Warum ist Tobi verletzt? Oh, immer noch, weil ich vorhin die Hallo runtergefallen bin.
Karten. Nein, ich bin verletzt, weil ich Traitor bin und mich selber abgeschossen habe. Nein, vielleicht hast du ja wen anders geschossen. Hey, ich bin frei, Motherfucker! Motherfucker! Kopfgeburt. Rosa, warum läufst du hinterher? Einfach so. Ich trau dir nicht mehr. Ach, guck an, der Monoxide, hallo! Ja. Keine Sorge, ich hab einen Dete im Schlepptau. Ja, und dahinter ist noch einer. Mhm. Aber ich bin kein Dete. Zwei Dete, ich kann dein Dings gerade nicht sehen. Ah, jetzt sehe ich's. Kannst du aufhören, mir die Katze in den Schritt zu halten? Das finde ich irgendwie verstörend. Warte, bleib mal stehen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, jetzt habe ich alle verloren. Hallo. Hey, Boris. Miau. Boris hat. Ey, Romeros. Ich bin ich. Was? Irgendwer hat geschossen. Romeros hat mir eine Dings vor die Füße geworfen. Aha, eine Katze. Warum hat er sein Ding vor die Füße geworfen? Ding! Warum brennt das hier? Weil Morris Romeros erschossen hat und das sind die Flammen der Wut. Ich hab nicht geschossen und scheiß Granate. Das Fegefeuer der Einheit. Ja, aber das war eine Brandgranate. Ja und? Ja, da ist nicht das Kobi von runtergefallen. Ach so, ja gut, okay. Ist ja auch ein Angriff. Ah, Tobi. Aber du kannst ihn ja nochmal fragen, ob er hört. Billard. Ist. Ach ja, stimmt, Tobi, warum ist er hört? Oh, Tobi, oh, Billard. Hi. Was? Hi. Oh, Planus, was geht? Hi. Oh, hi. Kopfgeburt ist bei mir. Na. Wir haben ein Zimmer. Dein Zimmer oder mein Zimmer? Detektiv planlos? Weiß ich nicht, ich finde mich nicht mehr zurecht, ich finde mein Zimmer nicht Bitte mehr. Bitte gehen Sie von meiner Theke runter, bitte gehen Sie von meiner also Theke lieber runter. Also lieber in dein bitte Zimmer. Gehen Sie von meiner Theke runter. Die ganze Welt Alter, ist Alter. Zimmer. Alter? Na, bei uns gibt es Alter, Mund gibt es nur bitte. Ich einen Schuss von. Keine Ahnung wo. Das ist übrigens der Games Room hier. Nicht der Games Room, der Games Room. Hallo. Ich bleib jetzt hier. Oh, Kopfgeburt! Hey! Diesen Knopf, soll ich den mal drücken? Ich hab den jetzt gedrückt. Wey, Knopf gut! Soll ich da mal drauf drücken oder was? Boah, hier, das Sonnendeck geht auf! Geil. Was? Alter! Wer hat gerade versucht, hier wen zu schillern? Also du bist der Einzige, der eine Pistole in der Hand hat, Mann! Die Pistole ja, ist ein Thriller-Gun, ist aber keine Deagle. Okay, alles klar. Boah, bitteschön. Ja, okay. Gut. Könnte Mono gewesen sein, das war der Einzige, der halt nicht... In unserer Umgebung. Eigentlich nur Mono gewesen sein, lebt Moment, ich sag mal so. Ich sag mal so, ist der Schuss wirklich ein Beweis, wenn er von einer Crowbar zur Pistole wechselt? Er kann ja trotzdem noch parallel eine normale Pistole haben. Naja, klar. Ja, stimmt allerdings. Aber da ist auch noch Tobi, stimmt. Ja, mit einer Katze. Eben also Tobi fertig. Oder Mono müssen es sein. Vermute ich jetzt auch. Jemand schießt in meine Richtung mit einer Dings. Weil das Witzige ist, wenn ihr Alter, sagt, das jetzt. Leider ist so. Ja, wenn ihr sagt, Zwiller und ich eben gerade von draußen komme. Ja. Das Ding ist, der Rest von uns war halt komplett auf einen Haufen und hat nicht mit der Thriller-Gang geschossen. Ja, und ich war draußen. Mysterio. Und ich bin auch gerade draußen gewesen. Wir waren nur zu dritt, als wir hier draußen waren. Irgendwer kam erst später wieder. Kopfgeburt war hier. Ja, Moment. Ich Planus. War aber gerade, als das Au kam, da bin ich gerade durch die Tür gegangen und war draußen. Ihr habt doch ja, gesehen, richtig. Dass ich da war. Ich sag ja, du warst mit bei uns. Also ja. Im Prinzip Kopfgeburt, Planlos, Morris und ich, wir vier waren auf einen Haufen. Ja. Einigen wir uns drauf, dass wir einfach. Ja, und eigentlich hatte nur einer eine Pistole in der Hand in dem Moment. Also. Ja, das war ich bin jetzt noch nicht 100% überzeugt, nicht, aber das ist. Die Thriller Gun ist keine Deagle, das ist eine normale Pistole. Weil es euch aufgefallen ist, dass der Einzige, der sich verpisst hat, Tobi ist? Ja, wow. Ich verpisse mich, anstatt irgendwen zu töten. Also, dann könnten wir doch eigentlich jetzt uns dazu einigen, dass wir Monox erschießen und der Detective danach mit der Golden Gun, wenn das Spiel noch nicht vorbei ist, auf Tobi schießt. Ich hab keinen Credit mehr. Ja, aber den kriegst du ja, wenn Mono dann ein Traitor ist. Ja, wenn Mono ein Traitor sein sollte, krieg ich einen Credit. Ja, und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Sein sollte. Mono? Was wird hier jetzt? Wer war's? Hallo? Mono mit deiner scheiß Trigger-Gun. Mono, sag ich nicht! Mono war es nicht. Wer war's? Ja, du sagst schnell, wenn ich jetzt... Mono war es nicht. Wer war's dann? Tobi! Ich weiß es nicht. Sehr geil! Sick, mein Kater wegen dir, ey. Sehr schön! Sehr geil, sauber, Tobi! Hey, wie bist du jetzt draufgegangen, Morris? Morris wurde von Monoxide erschossen. Was für eine Scheißrunde! Weil das geil ist, ich hab echt nicht geswillert. Ich war das mit dem Thriller. Deswegen, ich stand da in dem Lüftungsschacht drin und dann bin ich schnell rausgerannt, um den Verdacht abzulenken. Und mein teuflischer Plan ist aufgegangen. Hast du dich? Ja, so ist das beim Verarschen, ne? Ich bin mal kurz geschossen. Alex, jetzt weißt du, wie es ist, wenn du es bist. Wir haben die Innos
auf der Map noch nicht einmal gewonnen. Also seitdem wir die spielen. Ja, wir spielen auch schon 30 Runden. Also ist Alex heute Traitor. Nee, ich wollte gerade sagen, das war doch erst die zweite Runde. Ich höre Schüsse. Oh, einer hat mit einer Pumpgun einen erschossen. Ist Shotgun. Das bin ich und ich bin Detective. Warum liegt vor dir eine Leiche? Ja, das war eine Shotgun und ich habe eine Katze in der Hand. Los ist ja, ich gehe da bestimmt da drin liegt eine Katze, rein. Aber warum hast du den nicht identifiziert, wenn du es nicht warst? Weil ich da nicht rein will, wenn da drin jemand erschossen wurde gerade. Ah, Moloch Zeit! Oh, Alter! Moloch Zeit! Wo denn? Anderswo. Ja, keine Ahnung. Hier, da ist auch noch Tobi. Tobi und Mono. Ja, wo denn? Wo? Tobi und Mono in dem Raum, wo wir anmoderiert haben, Mann. Oh Gott, Alter. Das weiß ich noch. Ja, da wo das Mikrofon steht. Hoch, da wo das Mikrofon steht. Alter. Ich hab mich auch nicht so gut hier aus. Ich hab mitgekriegt, dass da ein Mikrofon steht. Ah, hier links. Alles voller Blut. Ich glaube, da sind wir richtig. Die eine Leiche. Hinter mir. Scheiße. Der Morris sieht eine Leiche. Das war planlos. Konzentrier dich mal nicht so auf eine Leiche. Nicht, dass der hier noch sitzt, ne? Oder die. Ja. Oh! Alter, von unten! Wo wir hergekommen sind. Wo wir hergekommen sind. Und da? Hat mit einer Katze auf mich geschossen. Oh. Alter. Da hab ich ihn. Scheiße, und an der Tür unten. Hol ihn dir! Hol ihn dir! Oh. Fuck. Ey. Das war doch mal eine schöne Runde. Was ist hier los, Alter? Ja, schön scheiße, ja. War noch Zeit. Ja, vor allem, ich dachte, ich bin so schön safe. Tobi ist ja noch da und dann fangen die beide auf einmal an, auf mich zu schießen. Ey, ich hab aber auch echt Probleme gehabt, Kopf gewusst zu argumentieren, warum ich da nicht reingehe. Ja, also, ohne Witz, ich hab gedacht, dass. Gekommen, um dir zu helfen. Ja, aber ohne Witz, das war auch echt die einzige Möglichkeit, wie wir das noch hätte lösen können, weil ich war kurz davor, auf dich zu ballern einfach. Ja, war mir klar. Ich schau einmal im Bauch. Innocent, ich bin mit Morris hier. Der hat sofort erschossen. Geil. Innocent, ich bin mit Morris hier. Geil. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Instantly. Klamos, hallo, Mr. Detective. Darf ich beide bleiben? Du bist inzwischen schon Trigger. Du strahlst so Sicherheit aus. Geh weg. Ja, sieht denn überhaupt das Karma aus? Morris hat das schlechteste Karma, danach kommt Mono. Solange ich eine Scheißwaffe in der Hand hab, will ich keine. Ja, ich hab auch einen Score von -7. Ich bin mal wieder richtig gut am Mann, ey. Was hab ich denn für einen Score? Oh, ich hab einen Score von 8. Nur Tobi ist besser und Kopfgeburt. Hey! Endlich, ihr habt das Spiel verstanden! Hey! Morris? Ja. Guten Tag, haben Sie noch einen Zimmer frei? Arsch sieht irgendwie sehr. Siehst du die Katze über den Tresen? Ja. Aus. Nee, ich seh dich, wie du dich hinter der Katze versteckst und die Katze an die Decke guckt. Das machen wir uns auch manchmal. Einfach so dieses sinnlos an die Decke schauen. Wollen wir eine Runde im Big Fashion Girl abhängen? Ich hab das doch keine. Ja, lass mal machen. Ich bin Lebensschützer. Ich öffne das. Ah, ja, mein Girl, da muss ich mein Lebensschützer. Nice, sie öffnen ihre Tore. Leute, Klamos, wir können hier richtig ran. Warum mehr aus als Alter? Nicht. Warum geht er hier rein? Raus mit euch! Raus! Der ich muss da wieder raus! Ich wollte gerade loslegen und da kommt sein Kopf da plötzlich raus. Ich will da rein. Warum? Moment, warte mal. Das ist das dein Big Fashion Girl? Kopf da raus. Das war der Laden, den ich. Okay, er geht raus, wir können hier bleiben. Eine Runde, was seid ihr denn alle? Ich bin schon im Kreis gelaufen, ne? Ja, Romeros versteckt sich schon die ganze Zeit in dem Laden. Jede Runde. Der Kunde kann es durch. Eine Runde zu überleben. Oh, Tobi. Alter, Tobi hat keinen Kopf mehr an seine Füße in der Hand. Du musst doch von der Tür weg, Planus. Ja, das geht dir nicht auf. Auch so. Ja, und Scheiß. Tobis ja? Kopf ist an deinem Bein. Ich weiß. Ah, erinnert dir, wer ist das? So ist das Meister Lachs? Ja, der Mono, hallo. Tobi, du bist der Mega-Krüppel. Vegan, ich hab Leviathan. Ich hab irgendwie Angst, dass er gerade im Trader-Shop war. Ja, genau. Ich habe mir eine Uzi gekauft. Ah! Und den töten, Morris? Oh, Romeos, hallo. Ich und wieder Monoxide. Ich möchte mir nicht noch mehr Bad Karma einspielen eigentlich. Töte mich, töte mich. Monoxide, hau ab. Töte mich. Soll ich? Los, töte mich. Wenn du willst, aber ich... Ich mach's nicht, weil ich... Mein Karma ist gefickt, Alter. Oh! Alter, ich hab auf deinen Raben geschossen, ungelogen, ich hab auf deinen Raben geschossen. Kann man auf den Raben schießen? Boah, ich hab auf deinen Fuß geschossen, ich hab ihn getroffen. Ich hab in deinen Kopf geschossen. Was macht ihr denn ich da? Ich hab in deinen Kopf geschossen. Alter, da kommt noch mehr Kopfgeburt. Da kommt noch mehr Kopfgeburt. Nein, es gibt noch ein Kopfgeburt.
töten. Einer reicht von der Sorte. Warum macht er auf? Warum macht er auf? Nur weil ich schlechtes Karma habe und nicht mehr zurückschießen kann. Mach die Tür zu. Probiert, ich habe hier unser Personal Fummel. Fummel. Erstmal dieses Problem zu lösen. Tobi hat eine Missgestalt in seinem Körper, wir müssen uns darum kümmern. Ja. Eine Missgestalt? Oh, Alter, Boris! Ist das dein Ernst? Boris von Straker, er hat Tobi erschossen. Ich hab ihn umgebracht. Ja, das ist... Hey, Kopf, du musst dich mitnehmen! Das war hundertprozentig der Romeros. Würde man sagen, ist das Kopfgeburt? Nein, der Sinusin, warum? Ja. Sonst wäre die Runde auch zu Ende, du Bumsbirne, weil ein zweiter schon tot ist. Aha. Stimmt auch wieder. Also bist du es wohl? Kopfgeburtenjagd. No. Überlegt euch an Romeros letzte Wort. Noch zwei da, Tobi. Schweigelord redet nicht mehr. Wo bist du? Da wurde Bärstedt. Und du so? Komm, jetzt sag wenigstens, ich trinke Uso. Ich trinke Uso, was machst du so? Genau. Da er der Sambuca-Fetisch ist. Warum mute ich mich eigentlich noch? Ja, keine Ahnung. Weil du blöd bist. Weil du sonst Angst hast zu verplappern, dass Kopfgeburt Traitor ist. Aber ihr seid tot. Oh, okay, weil du sonst als Toter Angst hast zu verplappern, dass Kopfgeburt Traitor ist. Mann. Wie er die ganze Zeit im Kreis läuft. Kopfgeburt dreht sich erstmal um. Kopfgeburt hinter dir! Reden, Monox halt auch. Hinter dir! Nein, hinter dir, nicht hinter dir. Oh, Mann. Was? Ich war doch um die Ecke! Hab ich dich erwischt? Oh, bin ich gut. Na, komm, darauf dir noch ein Thriller. Was für eine Reaktion? Was? Ohne Mist. In dieser Runde haben nicht einmal die Innocence. Alter! Ja, ihr Lieben, das war's mit der wunderbaren Traitor-Runde. Schön mit Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Dennis, ich hasse dich.